Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alice, das hier ist der kleine Nico, der kleine Herzensbrecher. Und ich möchte für euch ein Intro machen, indem ich mich vorstelle. Du darfst jetzt gleich mal runter, gell, weil das Licht ist viel zu grell für dich. Ich habe für euch ein Schminkvideo abgedreht, wie ich diesen Look hier Make-up-mäßig zustande gebracht habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, falls ich ein bisschen viel gearbeitet habe oder sonst was. Es ist wirklich mein erstes Mal vor der Kamera und auch wenn man es sich so leicht vorstellt, da man alleine zu Hause ist, ist es trotzdem ziemlich schwer. Also ich möchte gar nicht wissen, wie die ganzen Moderatorinnen oder sonst was sich fühlen, die wo nur eine Chance haben, die wo live sind. Eigentlich dem müsste man ziemlich viel Respekt entgegenbringen. Weil ich habe mir das auch viel einfacher vorgestellt. Natürlich habe ich es gerne gemacht und jetzt bin ich ziemlich glücklich, dass ich es durchgezogen habe für euch. Aber es war schon ein bisschen schwer. Also jetzt, da ich es hinter mir habe, fühle ich mich schon besser. Und meinen Kanal vorstellen. In meinem Kanal geht es um Beauty, um Mode, also Make-up, Mode, Klamotten und so natürlich. Es geht um Lifestyle, also um Ernährung, um Selbstfindung, um Haare, Gesundheit, um Tiere. Ich kann für euch auch Vlogs drehen oder so, das habe ich mir auch vorgenommen. Ich möchte einfach mit euch in eine Connection treten, mit euch in Kontakt treten. Ich möchte auch, dass ihr Kritiken da lässt oder irgendwelche Vorschläge, Wünsche fürs neue Video. Ich wünsche mir wirklich, dass ihr wirklich schön kommentiert, dass ihr mir schreibt und dass ich Input bekomme, dass ich mit euch kommunizieren kann. Und das ist einfach mein größter Wunsch. Ich wünsche euch, ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß bei meinem Video. Tschüssi! Erstes ist es natürlich wichtig, bevor ihr überhaupt anfängt mit eurem Make-up, eine Art Feuchtigkeit zu benutzen. Es ist egal, ob ihr Cremes benutzt, ob ihr Öls benutzt oder egal was, Hauptsache eure Haut bekommt Feuchtigkeit. Es ist ein kaltgepresstes Marula-Öl von der Firma The Ordinary. Ich finde es ziemlich gut. Meine Freundin meinte, es ist zu reichhaltig, also für ihre Haut. Das bedeutet, wenn ihr eher zu fettiger Haut neigt, dann würde ich eher empfehlen, eine Art Kamillenöl zu benutzen. Das habe ich auch. Das gibt es auch ganz normal bei Amazon bestellen. Das ist Kamillenöl. Das ist nicht so reichhaltig und fettig. Zieht auch schneller ein. Aber mir gefällt ehrlich gesagt dieses Marula-Öl, dieses ganz fettige, ganz gut, da ich eher normale bis trockene Haut habe. Also ich merke, bei mir sind auch oft Schüppchen da. Und mir tut diese Ölkur ganz gut oder auch eine sehr fettige Creme oder was auch immer. Bei mir macht es nichts, aber es ist wirklich so, was übrig bleibt, könnt ihr natürlich auch, da es gut ist für jegliche Hautpartien, überall hinschmieren. Ich benutze einfach von L'Oreal so eine CC Cream. Das kann man natürlich auch super im Sommer einfach als Make-up, als eine Art Make-up benutzen. Ihr tragt es einfach auf. Es ist eher grün und es tut alle Rötungen sofort abdecken. Also, ja, am Anfang sieht es noch ziemlich grün aus, aber früher oder später passt sich das deinem Hautton an und sieht richtig prima aus. Und ich gehe auch öfter im Sommer, wenn ich halt eher natürlich sein will, dann nehme ich mir einfach diese CC Cream, schmier sie mir ran. Und fühle mich vollkommen natürlich. Man sieht nicht danach, dass man überhaupt Make-up dran hat. Natürlich überall verteilen mit dem Pinsel. Schwämmchen einmal gut vertupfen. Dieses Schwämmchen ist von Real Techniques.
Dann würde ich jetzt erstmal weitermachen mit den Augenbrauen. Genau. Für die Augenbrauen benutze ich einen Stift von Kiko. Das ist der hier. Der ist runtergefallen, bis gleich. Ist geeignet für Brünette, für Blonde. In der 03. Er hat keinen Rotstich. Er ist sehr trocken, was mir gefällt. Was gut ist für Mädels, die nicht so viele Augenbrauen von Natur aus haben. Genau, ihr fahrt einfach von der unteren Augenbrauenlinie nach oben und fahrt halt eure natürliche Form, die ihr möchtet, natürlich nach. Oder man kann sich auch dicker machen, heute ist ein bisschen alles erlaubt mit den Augenbrauen. Dann braucht ihr euren Concealer. Concealer, den benutze ich von Fit Me momentan. Genau. Damit tut ihr einfach um die Augenbraue noch mal richtig einzugrenzen sozusagen. Einmal rumfahren. Und früher habe ich das auch nie gemacht und dachte immer, oh mein Gott, wie anstrengend, was wollen die? Aber es macht ziemlich viel aus, weil es sieht dann richtig en fleek aus, die Augenbraue einfach. So, jetzt machen wir die Augen. Für die Augen zeige ich euch meine Lieblingspalette. Wunderbar nach Himbeeren. Ihr könnt es euch schon vorstellen, aber sie riecht tatsächlich nach Himbeeren. Sie sieht so süß aus mit der kleinen Himbeere hier drin. Und als ich das gesehen habe, ich habe mich direkt verliebt. Die Farben, sie sind wunderschön. Und richtig kräftig. Ich gehe jetzt in diese Palette rein und nehme als erstes diese Farbe hier. Die hier. Genau. Die trage ich jetzt einfach auf mein äußeres Augenlid auf. Und verblende das Ganze. Diese Palette gibt es in zwei verschiedenen Dingern. Eine eher mit Goldfarben. Finde ich auch geil. Jetzt nehme ich, da es jetzt keinen dunkleren Farbton in dieser Palette gibt, doch einen von der Love-Palette. Sie ist nicht schlecht, also, aber die hat auch, glaube ich, 20 Euro gekostet. Und sie ist nicht schlecht. Ich habe sie auch öfter benutzt, auch diese Rosé-Farben. Aber es ist halt einfach nicht dasselbe wie mit der Too Faced Palette. Der Auftrag, man kann es einfach nicht vergleichen. Ich nehme aber da trotzdem die dunkle Farbe, da ich jetzt schon mit der anderen vorgearbeitet habe und es einfach nur ein bisschen dunkler brauche. Ja, okay, jetzt sieht es gerade gar nicht so schlecht aus. Man denkt halt, ich rede ins Zeug. Aber es geht vor allem auch um den Glitzerton. Ihr werdet es schon gleich sehen, den Glitzerton von der Too Faced Palette. Das ist halt. Ich würde es halt ein bisschen sauber machen, einfach von den Handschuhen. Um das dann besser zu verblenden. Stundenlanges Schminkvideo. Dann nehmen wir jetzt wieder die andere, die himbeerduftende Palette. Gehen mit dem anderen Pinsel. Wo bist du, mein Freund? Genau, hier der Pinsel. Dann nehmen wir ein bisschen von dem MAC Fix Plus. Es geht aber auch mit Wasser, also falls ihr kein MAC Fix Plus habt oder so, egal was, einfach ein bisschen anfeuchten mit Wasser oder irgendwie. Dann hier in den glänzenden, bronzefarbenen Ton reingehen und dann geht die Party los. Seht ihr das? Ich hoffe, es kommt richtig rüber. Oh mein Gott, ich liebe es. Genau, einfach von innen nach außen auftragen. Man kann dabei eigentlich gar nichts falsch machen. Dann nehmen wir einen so einen Pinsel aus dem einen Set. Dieses Set mit den 12 Pinseln, ich glaube, das hat auch nur 10, 15 Euro gekostet, das kann ich jetzt so nicht sagen.
nehmen wieder die erste Farbe und gehen unter dem Augenrand einmal so. Aber ich verlinke euch das alles und dann seht ihr das alles natürlich. Dann nehmen wir wieder in die Laufpalette. Nehmen halt wieder den einen dunklen Ton, weil bei der Too Faced Palette ist jetzt wirklich kein so ein krasser dunkler Ton dabei, außer das Schwarz, aber das glitzert und das passt jetzt nicht zu dem Make-up. Nehmen wir wieder halt dieses dunkle Braun. Gehen auch wieder hier drunten. Und hier nach oben ziehen. So. Wie machen wir jetzt weiter? Mit dem Eyeliner. Da benutze ich den von Maybelline. Benutze ich auch schon seit Jahren. Ich mag das, dass es halt so ein bisschen dickeres Dings ist. Beim Eyeliner, ja. Es funktioniert einfach nicht beim jeden Mal. Ich hoffe, dass es mir jetzt gelingt. Es ist einfach schwer, mit dem Eyeliner klarzukommen, aber oft, wenn es auch ein Abend-Make-up ist und wenn man dann Wimpern drüber macht, dann muss es eigentlich gar nicht so perfekt sein. Genau, ich fange immer innen an, mache einen Strich vom inneren Lid bis zum äußeren. So nah wie es geht am Auge. Auf der anderen Seite dann dasselbe. Von innen nach außen und halt. Es sieht auch geil aus, wenn er ab und zu etwas dicker ist, aber ich finde heute. Ja, genau, wenn es ein bisschen verbatzt ist, wie jetzt gerade. Kein Problem, passiert jedem. Einfach mit dem Wattestäbchen wieder etwas dünner machen und die Sache hat sich erledigt. Genau. So, wieder rein, wieder schütteln. Dann vom Äußeren sich diesen Ring ziehen. So. Den könnt ihr eigentlich so lang und so dick sind, wie ihr es möchtet. Ich finde, das sieht jetzt ganz okay aus. Anderen auch immer von außen den Ring ziehen. Und dann ausfüllen. Auf der einen Seite sieht es jetzt wieder ein bisschen komisch aus. Wattestäbchen. Wenn ihr das Wattestäbchen sofort parat habt, habt ihr keine Probleme. Jetzt kommen die Wimpern. Ich habe welche gekauft, weil ich welche aus der Drogerie bräuchte. Das sind welche von Adele. Die kann ich jetzt gerade nicht erkennen. Wispies, weiß ich nicht, die sehr voluminös gewirkt haben. Normalerweise früher habe ich wie ist die Marke? Genau, diese Sherry Wimpern immer benutzt. Die fand ich ganz gut. Und natürlich, ihr müsst die halt erstmal anpassen, also auf euer Auge. Ich mache das jetzt, ich werde das alles vorspulen, deswegen höre ich jetzt auf zu reden. Ihr nehmt einfach eine Schere und schneidet vom äußeren Rand ein Stückchen ab, was jetzt nicht zu eurem Auge passt. Dann braucht ihr eine Pinzette, die Wimpern, Wimpernkleber, Wimpernkleber natürlich der Duo. Ich erzähle euch jetzt nichts Neues, deswegen er ist einfach der Beste. Da gibt es jetzt nichts Neues zum Erzählen. Ihr tragt es auf. Also lass es ein bisschen rausfließen, so mache ich immer. Trage es erstmal dick auf. Nicht zu dünn natürlich. Die Ecken nicht vergessen, dick aufzutragen. Und das Ganze dann erstmal eine Minute
lüften lassen. Ich schüttel dann immer ein bisschen, bringt es auch nichts, aber wer weiß. Einfach so weit vorne wie möglich anfangen, aber auch nicht zu weit, weil dann sticht es immer ins Auge rein und brennt, also ungefähr hier. Die Wimper anlegen. So. Und so nah wie möglich am Wimpernrand festdrücken. Wenn es am Anfang nicht so nah wie möglich ist, ist kein Problem. Weil der Kleber noch feucht ist und man kann die Position eigentlich die ganze Zeit verändern am Anfang. So. Genau, immer wieder andrücken. Und dasselbe machen wir auf der anderen Seite genauso. Das werde ich wahrscheinlich komplett vorspulen, also bis gleich, meine Freunde. So, meine Lieben, die Wimpis sind jetzt aufgeklebt. Hier muss noch trocknen. Ich finde es jetzt nicht allzu krass, also diese Wimpern könnte man meiner Meinung nach auch tagsüber benutzen, vielleicht mit einem dezenteren Make-up, es wird auch schön aussehen. Während es noch weiter trocknet, machen wir jetzt das Make-up. Fürs Make-up benutze ich momentan gemischtes Fit Me mit dem Can't Stop, Won't Stop von NYX, 1-2 Pumpstöße von der NYX Foundation und 1-2 Pumpstöße von Fit Me. Einfach zusammen da drauf und dann geht es einmal los. Einfach überall einmal auftragen. Sieht am Anfang immer so krass aus, aber dieser, mal abgesehen davon, dass es abends geht, aber dieser Schwamm nimmt auch einiges dann weg. Dann kommen wir zum Puder. Puder, da habe ich zum Pinsel. Evelyn, Puderpinsel. Momentan benutze ich das Puder von L'Oreal Perfect Match. Wobei ich eigentlich mein Leben lang immer das von Manhattan benutzt habe. Das ist auch so ein loses Puder. Es ist auch ziemlich gut. Einmal war es irgendwie nicht meine Farbe, da habe ich das genommen. Und das ist auch, also das kann ich auch weiterempfehlen. Es wird hier alles rein gepudert. Und kommt aufs ganze Gesicht. Und zu diesem benutze ich irgendeinen kleinen Gammelpinsel. Ich nehme aber die zwei obersten Farben. Erstmal vielleicht im Sommer oder so werde ich so braun werden, dass ich dann die untere Farbe benutzen kann, aber momentan noch nicht. Und dann, wie ihr wisst, geht es einfach hier los. Abends kann man ruhig ein bisschen übertreiben. Dann hier oben, Stirni. Dann nehmen wir noch so einen buschigen Pinsel. Einen von der Sorte hier. Gehen in die helle Farbe. Die gehen wir einmal unter unser Auge. Sieht dann gleich als viel strahlender aus, finde ich. Und jetzt wird gebäckt. Für dieses Bakey Bake benutze ich momentan von You dieses Baking Powder Banana. Finde ich gut. Einfach mit dem Beauty Blender da reingehen, aufpassen und dann geht's hier los.
Das bringt natürlich, dass das Ganze, es fühlt sich halt viel weicher und besser an irgendwie. Und auch wenn ihr so kleine Fältchen habt, versteckt es sie. Deswegen ist es auch ganz wichtig unter den Augen. So. Also für mich zumindest so. Und da. Und hier. Ja, okay. Die Form oder wie es macht, ist eigentlich egal. Das muss jetzt ein bisschen einwirken. Überlegen, wie ich dieses Video, falls ich es hochlade, was ich vorhabe, kürzen soll, weil es dauert stundenlang. Natürlich, wenn man sich jetzt selber schminkt, macht man es nicht immer ganz so perfekt, aber es gab wirklich schon Tage, wo ich das wirklich genau so stundenlang nebenbei noch Fernsehen geschaut oder Musik gehört, wirklich stundenlang so vor dem Spiegel gesessen bin, um das zu machen. Jetzt nicht, weil ich so eitel bin oder sonst was, sondern es ist wie Entspannung. Also für manche ist es wie, manche malen gerne Bilder, um sich zu entspannen. Und es gibt Frauen, die bemalen gerne ihr Gesicht, um sich zu entspannen. So, jetzt kommt der Mascara, der Kolossal ist für meine Wimpern der beste. Ich liebe ihn seit meiner Jugend. Ich habe keinen so guten Mascara sonst gefunden, egal wo, egal wie. Die anderen trocknen mir nicht schnell genug. Sind nicht dick genug oder sonst was. Und der ist einfach perfekt. Er trocknet ultra schnell. Was sehr wichtig ist. Vor allem auch in tropischen Urlaubsregionen. Und natürlich solltet ihr halt Mascara auftragen, um halt eure Wimpern miteinander zu verbinden. Mausi. Alles okay. Mein Hühnchen hört was. Ich habe einen kleinen Wachhund zu Hause. Stelle ich euch gleich vor, wenn ich fertig geschminkt bin. Und es ist wirklich ein Wachhund. Er warnt mich natürlich vor Einbrechern oder allen anderen Geräuschen, die ich natürlich ohne ihn nicht mitbekommen würde. Jetzt nehmen wir das Baking Powder wieder weg. Ihr könnt es natürlich so lange einwirken lassen, wie ihr möchtet, aber ich finde, das reicht jetzt. Und ihr seht, das ganze Gesicht sieht viel sanfter aus als davor. Das Augenbrauen-Finish. Wo ist es? Hier, von Love. Genau. Wir nehmen das Bürstchen, die Seite mit dem Bürstchen und gehen den Augenbrauen nach. Am Anfang hat dieses Teil ziemlich gebatzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn es ein bisschen ausgetrocknet ist und so, funktioniert es ganz gut. Am Anfang, wenn man es sich halt, wie gesagt, halt besorgt und benutzt, dann nicht zu fest auftragen gleich, weil es halt ziemlich flüssig ist und dann habt ihr ganz schön schnell Flecken drin. Und dieses von Love Augenbrauenteil hat auch noch eine andere Seite mit so einem dünnen Dings. Das natürlich vorher erstmal abstreifen, sonst ist es auch zu viel, oder einfach auf der Hand ein bisschen abstreifen. Weil das ist, da ist immer viel zu viel Produkt dran, meiner Meinung nach. Und dann nochmal in den Ecken schön reingehen. Genau, so damit halt das hintere Teil der Augenbrauen nochmal schön hervorgehoben wird.
die andere Seite auch. Jetzt guck einfach. Genau. So. Was fehlt jetzt noch? Also einmal Lippenstift. Dazu benutzen wir zum Liplinern, kontrollieren der Lippen, einmal von Manhattan. Nummer weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nummer? Keine Ahnung, werde ich euch unten verlinken, aber das habe ich so oft gesehen in Videos, den benutzt fast jeder und ich benutze ihn auch, weil er ist wirklich gut. Er hat einfach die richtige, die natürliche Lippenfarbe und egal welchen Lippenstift ihr drüber aufträgt, passt perfekt. Einmal damit konturieren. Fenty Beauty. Das ist alles aus meiner Schminktasche, weil ich sieht nicht so hässlich aus. Die Farbe weiß ich nicht. Verlinke ich euch unten. Auf jeden Fall ist die Farbe wunderschön. Es sieht halt auch, man darf halt, also ich finde es halt nicht so schön. Also bei mir persönlich, wenn ich will immer, dass die Lippen rot sind und im Vordergrund stehen, aber wenn es so einen Bärenton hat, das gefällt mir meistens gar nicht. Und diese bräunlichen, das sind die, die ihr nehmen müsst. Da habe ich wirklich voll lange gebraucht, um das zu verstehen, weil ich wollte immer roten Lippenstift haben. Den tragt ihr einfach auf. Also ich wollte immer rot haben, ohne dass es so bärenlila aussieht oder so. Dafür würde ich übrigens auch Geld ausgeben. Der Lippenstift ist einfach super perfekt. Er lässt sich super auftragen. Das Köpfchen ist so schön rund. Und es ist einfach wunderbar. Man merkt wirklich den Unterschied zu normalen Lippenstiften und normalen Lipglossen aus der Drogerie, dass das seinen Preis wert ist. Jetzt brauchen wir noch Highlighter. Habe ich auch den von Too Faced. Wobei ich finde ihn gut, aber er ist eher ein für Tags-Highlighter, der hier. Er ist schon richtig gut, aber für Abend, seht ihr das, ist es nicht genug. Also entweder bei mir funktioniert es nicht richtig. Ja, ein bisschen vielleicht, aber ich finde, das ist eher tagsüber. Ich brauche noch einen. Machen wir es trotzdem mal üblichen Kunden. Wobei der natürlich gut ist, das ist für tagsüber, weil es sieht schon in der Winter auch nicht, dass es so krass sichtbar ist. Ja, das sieht man eigentlich schon. Aber ich hätte gerne halt so einen richtigen Wow-Highlighter, wo bam, wo alles wegfliegt, wenn ich ihn mir auftrage. So, und ich würde sagen, einmal Mascara noch und wir haben fertig. Fertig. Und das ist einmal fertig. Spray. So, jetzt mache ich noch meine Haare auf. Das werde ich euch jetzt nicht mehr zeigen, das Video sonst 5 Stunden dauert. Das kann ich euch mal in einem extra Video zeigen, wobei eigentlich es eher dann ein Haarpflegevideo wird, weil ich mache dazu nicht viel. So, Freunde, bin wieder da. Haare sind gemacht, also eigentlich nur durchgekämmt und mit einem Öl und in die Spitzen rein, damit es halt etwas schöner und unsplissiger aussieht. Genau. Das ist der fertige Look.